Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Letztes Mal haben wir Dauerbetrieb gehabt, heute machen wir Kurzzeitbetrieb. Ja? Was ist Kurzzeitbetrieb? Wir machen diese Videos jetzt alle kurz und schmerzlos. Die Leistung wird eingeschaltet, ja? Ist eine gewisse Zeit lang aktiv und dann wieder ausgeschaltet und dann bleibt es ausgeschalten. Okay. Wir haben also die Leistung im Betrieb für eine gewisse Zeit TP lang, eine Betriebszeit. Und wir steigen da auf die Leistung PS2. PlayStation 2. PS2. Und was macht die Temperatur? Wir haben irgendwo die Umgebungstemperatur wieder. Zu diesem Zeitpunkt, wo die Leistung beginnt, würden wir uns aufwärmen auf eine gewisse Endtemperatur. Sehen wir das auch hier oben. Da gibt es auch wieder eine gewisse Aufwärmzeitkonstante. Nehmen wir halt da her. Ja, das ist die Aufwärmzeitkonstante. Da gibt es wieder die Anfangssteigung. Ungefähr 63% haben wir da. Und noch 5-mal der Zeitkonstante. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. 5-mal wären wir hier. Das heißt, das würde an und für sich ja ungefähr so aussehen, wenn ich dauernd eingeschaltet hätte. Das war der Dauerbetrieb. Habe ich aber nicht. Ja, habe ich nicht. Ich schalte ja hier aus. Und hier gibt es jetzt eine Auskühlzeitkonstante und die sage ich heute ist. Dreimal so lang, die geht bis da oben. Ja. Das ist jetzt die Auskühlzeitkonstante, die geht von da weg, weil von da kühlen wir aus. Ja. So. Das heißt, das ist die Erwärmungszeitkonstante da. Tau E. Und das da ist die Auskühlzeitkonstante Tau A. Na und da haben wir dann praktisch auch, wenn ich von diesem Niveau hier ausgehe, haben wir hier 63% in etwa erreicht. Ja, da irgendwo, nach zweimal der Zeitkonstante wären wir hier irgendwo, na da geht es halt so runter. Langsam. Ja, kühlt halt wesentlich langsamer aus. So, und was sehe ich jetzt vor den ganzen Verläufen? Hier sind wir auf Umgebungstemperatur. Hier steigen wir an und hier kühlen wir aus. Wesentlich langsamer. So würde der Temperaturverlauf ausschauen. Ja. Einschalten darf ich erst, wenn das kleiner wie 2 Grad Celsius ist. Dann ist es Kurzzeitbetrieb. Ja. Wenn ich das nächste Mal wieder einschalte, auf dieses Delta hier nur mehr 2 Kelvin oder 2 Grad Celsius betragen. Ja. Also diese Sachen, wie verhalten sich jetzt die Leistungen? Weil offensichtlich erreiche ich ja nur mehr eine Temperatur hier, Theta 1. Wir kommen nicht mehr auf bis zur Endtemperatur. Ja. Wie dürfen sich die Leistungen verhalten? Nun, die Leistung PS2 zu PS1 zum Dauerbetrieb, im Verhältnis zum Dauerbetrieb, ist gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus 1 minus e hoch
minus der Betriebszeit im Verhältnis zur Erwärmungszeitkonstante. Okay? Also so um den Faktor darf ich praktisch mit der Leistung drüber bleiben. Wobei natürlich Tau E ist Erwärmung. Und Tau A ist Abkühlung. Und das sind Zeitkonstanten. Ja. Also einschalten erst wieder bei Abkühlung. Wenn Delta Theta kleiner 2 Kelvin. Dann Kurzzeitbetrieb. Ist es nicht kleiner als 2 Kelvin, dann ist es größer. Dann fallen wir nicht in Kurzzeitbetrieb ein, sondern in Aussetzbetrieb. Das ist nämlich unsere nächste Betriebsart. Also das war jetzt der Kurzzeitbetrieb. Nächstes Mal schauen wir uns an, wenn wir das periodisch einschalten. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.